So. Ganz schönes Schlachtfeld. Eivor! Estrid, ich versprach dich aus deinem Leben in West Saxe zu befreien. Das Land der Franken erwartet dich. Geh mit Aegis Segen. Du wirst mir fehlen, Eivor. Ist der Winter vorüber, folgt der Sommer und wird dich in ein Kleid aus Blumen hüllen. Denn du bist die Schönheit und sollst nicht vergehen. Göttin Freya, gib mir mehr davon. Komm, pass gut auf sie auf, tapferer Rolf. Sollte es euch erneut nach Engelland verschlagen, erwarte ich euch in meiner Halle. Gut, sie sind sicher. Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Estrid reist ins Frankenland. Ich sollte zu Randvi zurückkehren. Ja, ich glaube, nach Refnatorp können wir ruhig erstmal hingehen. Da, Schnellreise. Und dann schauen wir jetzt erstmal, was wir da alles abgeben können. Das wird einiges sein. Das Asgard-Raids-Fest habe ich ja schon gemacht. Da gibt es doch noch drei Quests. Einmal Reitkunst, Bogenkunst und Kampfkunst. Habe ich aber halt auch alle schon geschafft. Brauche ich demnach nicht mehr machen. Ja, erstmal haben wir, glaube ich, hier unten ja einen neuen Jomsvikinger. Lass mich deine Mannschaft verstärken, Eivor. Folge mir. Zusammenstoßen wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Was ist das denn für einer hier? Willkommen, Björn. Ich hoffe, du findest im Rabenclan eine neue Heimat. Das hoffe ich auch. Ich richte mich gleich ein. Ah. So, dann wollte ich mal hier meine Besatzung ändern, vielleicht. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Ja. Nimm mich. So, die Mannschaft. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Hier konnte man nicht sehen, was die für eine Stufe haben, ne? Boah, da sind doch schon ein paar dazugekommen. Wir nehmen mal die, die richtig gute Rüstung haben. Verbündete. Oder wir nehmen die Verbündeten. Hier im Björn nehmen wir mit. Von Freunden. Nehmen wir auch mal einen mit. Sieht auch gut aus. Dann hatte ich da gerade noch das gesehen. Oh, das sieht auch nice aus. Passt so gar nicht dazu. Also für zu den Wikingern, also der Helm gerade, ne? Du bist versorgt? Ja, yep, ja. Yep. Ich muss los. Bis bald. Finn. Willkommen in unserem Heim. Ach so. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Boah, ist doch schon eine beträchtliche Mannschaft jetzt. Dann zu den Jomsvikingern.
meine Klinge an deiner Komm wieder, wenn du meiner Stärke bedarfst. Ich habe Rang 1, also irgendwie verstehe ich das mit den Rängen hier nicht. Halber Gierschlund, den nehmen wir mit. Da auch eine gute Rüstung und eine starke Waffe. So. Könnte man nicht hier noch was machen? Ach, komm mal. Ja, ich muss da noch Flussraubzüge machen. Habe ich echt lange nicht gemacht. Ein Fest. Alle aktualisieren? Sind da jetzt andere drin, oder wie? Eivor Wolfsmal! Komm wieder, wenn du meiner Stärke bedarfst. Rang 2, okay, Rang 2. Ich bin weit gereist, um mich deiner Mannschaft anzuschließen. Führe deine Klinge mit meiner. Gemeinsam lassen wir den Schwertgesang ertönen. Jetzt. Komm, beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir einen Platz an der großen Tafel. So, hier könnte ich, glaube ich. Was war denn hier? Lust auf einen Raubzug? Guck nur mal, was da verkauft. Okay, dann tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist mit dem Pferd, weil der hier sehr langsam ist, aber ich denke mal, das wird schon gehen. Ein bisschen schneller als zu Fuß ist es, ja. So, der Fischerjunge. Guten Tag. Hallo. Ich habe dir etwas mitgebracht. Diesen Fisch suchen wir schon eine ganze Weile. Alter, da fehlt ja noch einiges. Schellfisch, mittelgroß, im Norden waren die, glaube ich. Nicht mal Großvater konnte einen davon fangen. Wie, warte mal. Ach, Lachs mittelgroß, ich habe nur großen Lachs. Da muss ich nochmal nach Norwegen. Alles klar, ich habe nichts für dich. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Leb wohl, Eivor. So, dann gehen wir zu Haitham. Ich kann dem das nicht geben. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Obwohl ich einige getötet habe. So, wir warten hier nochmal. Ah, das waren die Karten. Zeigst du mir deine Waren? Immer leichter, einer Karte zu folgen. Ach komm. Ich habe den Ort auf deiner Karte eingezeichnet. Die Barrenkarre, da brauche ich doch eigentlich nicht, oder? Ja gut, jetzt sind wir eh schon dabei, Geld zu verballern. Ich bin dabei fast in meinen Tod gestürzt. Ich kennzeichne diesen Ort auf einer Karte. Ich bin hier. Einfach nur so. Dann haben wir das auch mal gemacht. Wir sehen uns später. Ist eigentlich unnötig gewesen. Wenn ich schon mal ehrlich bin. Oh, da lag ein Hund. Bauen. So, jetzt rüsten wir noch schön die Siedlung auf. Viehhof!
Können wir auch noch upgraden. Immer noch upgraden. Verstehe ich nicht. Warte mal. Okay, dann machen wir keine Upgrades mehr. Getreide hoch. Verbessern. Wissen wir aber auch nicht. Wo kann ich denn noch bauen? Was siehst du? Hütte der Seherin. Karis Haus haben wir noch nicht gebaut, ne? Warte mal. Da stand gerade. Zweite Erweiterung, alles klar. Da muss ich aber Kadis Hütte bauen. Ah, da steht nur ein Zelt. Oh, das sollte jetzt eine Hütte. Ja, es ist ein Haus. Hütte. Das ist schon ein gutes Haus. So, das kann ich jetzt auch nicht mehr upgraden. Ich schreibe von Karis. Ja. Hi. Und hier geht eine neue Verzierung hin. Ich glaube, das nehme ich nochmal. Das ist vielleicht ganz gut als Begrenzung, wenn die Siedlung zu Ende ist, ne? So einmal drumherum. Los, Sehnen. So, ich glaube, alles, was hier grün umleuchtet ist, kann ich noch aufrüsten. Die Hütte habe ich auch noch nicht hergestellt. Es ist auch ein bisschen unübersichtlich hier in dem Dorf. Halt. Hä? Ach, hier ist es doch schon. Hä? Maidas Haus. Braucht aber noch einiges, bis ich Stufe 6 habe hier. Oh, war so klar, dass er jetzt wieder nur das eine zeigt. Lest das ja nicht mal durch, aber ich denke wenigstens einmal anklicken. Dass du hier bist. Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist doch die Jägerhütte, oder? Sieh dir mal meine neuen Zeichnungen an. Nein, das ist die Tätowiererin. Nun muss ich gehen. Auf bald. Hoffentlich bis bald. Ja, tschüss. So, wo war da oben? Das Wulfi, war die Jagdhütte. Schön, dich zu sehen. Wulfi. Wulfi. Schön. Sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Wow. Geschnitzte Priesterin. Und Skratti-Kopf-Tattoo. Eiserne Feuerschale. Skratti-Rücken. Fehlt jetzt nur noch eins oder zwei hier auf dem letzten Feld? Jagdlohn, hier bestimmt auch noch was. Das brauche ich dringend. Oh, ein Rentier. Luchspfote. Okay, die sind doch echt selten, die Luchspfoten. Dafür bezahle ich gut. Also die Luchse, ich sehe die nicht so oft.
Kann echt nichts abgeben? Tierherz und Robbenflosse. Hast du alles? Das ist alles Kram, was ich auf jeden Fall auch fertig abschließen möchte. 100%, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Und ich würde mal sagen, das war's hier an der Stelle. Ich bedanke mich, gebt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat und haut drin. Bis dahin, tschüss.